Herzlich willkommen zum Enforcer Police Crime Action hier bei der Spielediagnose. Das Intro, was wir gerade hören, klingt ein wenig nach Breaking Bad. Diejenigen, die es kennen, werden es wissen und hören. Und ich habe das Spiel schon mal kurz angetestet. Wir machen jetzt einfach oder starten jetzt einfach mal eine neue Karriere. So. Hier im Startmenü Karriere. Wir haben schon mal Kim Jong Flo angefangen. Wir machen mal neuen Kim Jong Flo. Oder Kim Jong Floden, besser gesagt. So, und Stadtveranstaltungen bieten dir eine gute Möglichkeit zu entspannen. Ja, das ist auch sehr schön. Das ist immer gut zu wissen. Und, oh ja, wir sind geblendet von einem weißen Bildschirm. So, der Bus fährt los. Toodaloo. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich so eine Story um die Ohren. So, wir spielen realistisch. Im Modus realistisch ist die Herausforderung viel größer, da bis zu drei Missionen gleichzeitig gespielt werden können und der Spieler seine Figur verliert, wenn er stirbt. Hey, hey, hey. Ja, dann machen wir das Ganze realistisch. Ja, männlich oder weiblich? Hm. Ja, wir spielen mal als Kerl heute. So, Name machen wir auch wieder. Kim Jong Floden. Ach, geht gar nicht. Gibt es eine Namensbeschränkung? Ja, dann machen wir Kim Jong Flo. Das geht doch auch. So, bestätigen. My father was an exceptional police officer. Mm-hmm. He taught criminals better than a dog can catch a frisbee. My sister and I grew up in the big city. Oh, yeah, sie sind in der großen Stadt aufgewachsen. My mother began to suffer from several health problems. She has since kann man machen, ja, in der großen Stadt aufwachsen. Today we discovered that drug dealers have set their base of operation in these small towns. Ja, wir hören schon, wir fahren jetzt in eine Stadt, in eine Kleinstadt, wo Drogen ganz groß verkauft werden. Und der Bus fährt auch schon ein paar Schlangenlinien. Ich weiß nicht, ob der Fahrer vielleicht ein bisschen was getrunken hat. Sieht zumindest so aus, aber er kann die Spur wenigstens auch halbwegs halten. So. Und auch nett, dass wir vom Bus direkt vor der Tür abgesetzt werden. So, hier ist die Steuerung, die grundsätzliche, alles klar, bestätigen wir jetzt einfach mal. Und wir haben hier so einen Koffer in der Hand. Damit gehen wir jetzt einfach mal ins Haus. Du musst nach Hause gehen, ja? Ja. Das Spiel fordert uns auf, die Dinge zu tun, die wir tun sollen. Die Tür öffnen wir mit E. Und im Autohaus kann ich mir mein eigenes Fahrzeug kaufen, ja. Fantastisch. Sehr schön. So, Koffer haben wir abgelegt. Wir wissen zwar nicht wo. Der ist irgendwie verschollen, der Koffer. Hunger haben wir auch nicht so großen. Ein Herd haben wir ja auch nicht. Naja, macht ja nichts. Wer braucht schon einen Herd? So, aber wir haben einen Rechner hier. Sehr schön. Ich lese mal meine E-Mails. George hat mir geschrieben. Ja, möchte alleine sein. Möchte dir helfen? Ich habe einen Polizeiwagen vor deinem neuen Zuhause stehen lassen. Wow. Damit das Polizeirevier schnell erreichen kannst. Nicht schlecht. Ach, ich darf den Streifenwagen auch nur fahren, wenn ich im Dienst bin. Ja. Gut, ich soll auch zu meiner ersten Schicht direkt ins Polizeirevier fahren. Ich kann auch schon in Rente gehen, Mensch. Bist du sicher? Nee, bin ich nicht. So, was kann man im Online-Shop alles kaufen? Oh, wir können uns hier einen Fernseher kaufen. Ja, den kaufen wir uns mal. Zack. Und noch einen Spiegel brauchen wir auch nochmal hier. Zack. Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr. Aber egal, wir haben einen geilen Fernseher hier stehen in der Butze. Möchtest du Fernsehen? Ja, möchte ich. Sie benötigen einen Schlaf. Aha, ich benötige einen Schlaf. Okay. Ja, dann benötige ich einen Schlaf. Gut, wo ist denn der Spiegel? Ah, hier ist der Spiegel. Kann ich mich da selbst angucken? Nee. Also, wir sind vermutlich ein Vampir, der den Polizeidienst angetreten hat. Und wollen jetzt ein bisschen schlafen. Uhrzeit. Ich vermute, das heißt Uhrzeit in Stunden. Wie spät haben wir es jetzt überhaupt hier in dem Spiel? 0 Uhr. 1 Uhr haben wir es jetzt. 1 Uhr, das heißt, wir wollen um 8 Uhr wollen wir anfangen zu arbeiten. Das heißt, wir schlafen jetzt 6 Stunden. So, zurück. Dann ziehen wir uns mal unsere Kleidung hier mal an. Im Dienst. So. Haben wir hier noch ein nettes Outfit? Ja. Mountain Valley Police Department. Alles klar. So. Gehen wir mal raus. Wir haben auch schon direkt... Ah ja, komm mal hier. Komm mal ran hier. Ja, ja. Komm mal ran. So. Hallo. Hörst du mal auf? Ah, wir haben schon eine Maschinenpistole hier. Oh,
Schießen können wir auch schon im Haus. Naja, gut. Warum auch nicht? So, wo fahren wir hin? Zentrum, Stadtmitte, ja. Da fahren wir als erstes hin. Und ich kann mich zu Hause ausruhen, indem du Fernsehst, Dusche oder einfach ein Nickerchen mache. Das ist natürlich auch gute Information. So, hier haben wir unseren Polizeiwagen stehen. Und ich soll jetzt betrunkene Fahrer. Ja, teste Fahrer mit dem Alkoholmessgerät. Garantiere die Sicherheit und Ordnung für Fußgänger, indem du betrunkene Fahrer verhaftest. Alles klar. Dann schalten wir den Motor mal an. Und, achso, ich kann mit der Maus hier mich gar nicht umgucken. Es gibt verschiedene Kameraperspektiven. Das hier ist die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Ja, mehr gibt's nicht. So, wir fahren hier mit 120 km/h einfach mal die Straße lang. Und weil wir die Polizei sind, dürfen wir hier auch rasen. So, betrunkene Fahrer morgens um 8 zu finden ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Wir versuchen es trotzdem mal. Oh. Denn ein Gebäude eingebrochen ist, könnte sich in meinem Dienst handeln. Alles klar. So. Oh, ich habe eine neue Mission. Und wo ist die Mission hier? Ach, da unten. Beim roten Punkt. Ja, dann fahren wir doch mal hin. So, Sirene erstmal aus, die ist ja anstrengend. So. Dann rasen wir mal zum Einsatzort. Mit der linken und rechten Maustaste können wir übrigens den Blinker setzen. Blinker links, Blinker rechts. Funktioniert. Oh, yeah, das war knapp. Jetzt soll ich doch mal die Sirene anmachen. Ist der in mein Haus eingebrochen? Von da bin ich doch gerade gekommen, oder nicht? So, Moment. Hier irgendwo leuchtet es rot. Ach, da hinten. Okay, dann fahren wir da mal vorsichtig ran. So. Steigen wir mal aus. Und die Pistole mal vorsorglich in die Hand. Wir machen die Tür auf. MVPD. Polizei. Hallo. Okay. Ausweis prüfen. Ah, hier ist alles in Ordnung. Alles klar. Ja, schön, dass ich mit der Waffe ihn bedroht habe. Die Mission haben wir also abgeschlossen. So, das war die erste Mission. Menschenskinder. Nervenkitzel pur. Wir müssen uns immer noch um die betrunkenen Fahrer kümmern. Und dazu werden wir... Oh, Raubüberfall. Jetzt wird's endlich spannend. Endlich Action hier. Zack. Jetzt rasen wir zum Raubüberfall, um zu gucken, was da passiert ist. Eine Hupe haben wir auch nicht. Ganz schön lange Touren hier. Aber wir müssen die Räuber jetzt... stoppen. So, biegen wir mir rechts ab. Ups. So, die nächste müssen wir links. Oh, die Animation war zu Ende für die Sirene. Ha! Klavier neu eingesetzt. So. Oh, ups, Entschuldigung. Kann mal passieren. Wo so? Wo ist hier der Raubüberfall jetzt hier? Hier irgendwo. Oh, da stehen noch welche. Die halten sich die Augen zu. Oh. Upsala. Und eine Sirene ausgelöst. Auch das noch. Oh, wir haben ein Update. Da läuft doch einer in Rot rum. Das ist ein roter Punkt hier auf der Karte. Boah, ja, noch mehr. Machen wir alles kaputt hier. So, ich sehe aber niemanden, der sich irgendwie verdächtig verhält. So, wie waren das jetzt mal hier? Jetzt gucken wir mal, wo wir die Mission hier durchswitchen können. Hilfe. Spielfigur, Rennen, Ducken, Springen, Interagieren, Kooperation, Verkehrsüberwachung. Nein, nein, nein. Mission anzeigen. Ah, Tab, okay. Mit Tab kann ich die aktive Mission wechseln. Betrunkene Fahrer, Raubüberfall, okay. So, ich sehe aber in diesem roten Kreis niemanden, der sich irgendwie... Fällt er hier? Hallo? Ach, verdächtige Aktivität fragen. Hm, nein, es tut mir leid. Kooperation. Oh, ist ein Regenschirm verloren. Ich habe bei ihm nichts gefunden. Alles in Ordnung, okay. Er darf sich dann mal entfernen. So, betreten. Ja, lauf über mein Auto rüber. So ist das schon.
So, der muss hier vorne irgendwo laufen. Der muss sich hier versuchen zu entfernen. So. Da läuft jemand hier. Zack. Oh, der. Oh ja, der läuft weg. Den tasern wir jetzt mal. Nee, nicht mit der Maschinenpistole, sondern mit dem Taser. Ach, der hat so eine Waffe in der Hand. Ach, hey. Ja, das ist doch bestimmt hier unser Verdächtiger. Zurück. Das Auto einsteigen wollte ich nicht. Ich prüfe jetzt mal seinen Ausweis. Person durchsuchen. Nichts gefunden, okay. Du hast Diebesgut gefunden, ich habe nichts gefunden. Alles klar. So, ich verhafte ihn mal. Und jetzt rufen wir mal einen Polizeiwagen. So. Ja, siehst du, so wird's gemacht. Ein Verbrecher weniger auf den Straßen. Sehr schön. Menschenskinder, ist das hier aufregend und spannend. Jetzt sind wir nochmal hier. Das Diebesgut hier, beziehungsweise die Beweismittel beschlagnahmen wir nochmal. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben aber anscheinend noch jemanden, der hier Schabernack treibt. Noch einen Komplizen. Und den schnappen wir uns jetzt. Den wieder rasende Reporter hier spielen. Den rasenden Polizeibeamten. So. Grafisch sehr schön aufgemacht, das Spiel. Wurde von 4 Personen entwickelt. Also, da kann man echt nicht meckern. Ist natürlich jetzt kein Highlight, das muss man dazu auch sagen. So. Und was ist mit dir hier? Ach, du hast sogar eine Waffe in der Hand. Eieiei. Die ist doch hochgradig. Oh ja, sie schießt schon auf mich. Jetzt muss ich nur aufpassen. Steigen wir aus. Oh, ich wurde schon einmal getroffen. So, da brauchen wir definitiv unsere Maschinenpistole hier. Stirb. So. Hinüber ist die Alte. Das kommt davon, wenn man auf uns schießt. Muss ich mal einen Krankenwagen rufen hier? Central, we need an ambulance. Sehr schön. Mission komplett perfekt. Naja, gut. 5 Schüsse aus einer Maschinenpistole. Das als perfekt zu bezeichnen, ich weiß nicht so, ob das so jetzt korrekt geplant war. So, aber wir haben noch weitere Missionen. Und zwar sollen wir diesen Einbruch nochmal prüfen. Betreten. So, und wo ist der Einbruch? Ach, da ganz unten. Okay. Ja, dann fahren wir uns da nochmal direkt nochmal hin. Starten wir den Motor. Sirenen an. Und. Ups. Erstmal gegen den Laternenmast hier fahren. So, bin ich überhaupt noch richtig? Ja. Hallo, ich bin die Polizei. Ich darf hier mit Sirene an euch vorbeifahren, ne? Rahmt mich da ein Tanklaster. Naja. Unfassbar. So, hier nochmal vorbeiziehen. Ja. Noch mehr Raubüberfälle. Da haben wir überhaupt gar keine Zeit mehr, die normale Mission zu machen. Eieiei. Hallo? Ey. Sag mal, was ist denn mit den Fahrern hier los, ey? Mann, Mann, Mann. Nicht mehr mit Sirene und Blaulicht hat man seine Ruhe. So. Ach, der Einbruch war hier gar nicht. Doch, da unten ist er irgendwo. Jetzt frage ich mich, ob wir in diesem Haus nicht schon mal waren, aber. Da waren wir noch nicht. So. Jetzt halten wir hier mal vor der Tür. Steigen aus. Ziehen unsere Waffe schon mal vorsorglich. Nochmal nachladen. So. Gewaltsamer Zutritt. Bam. Wahrscheinlich ist hier auch nichts passiert. Hallo, ihr Haus ist komplett leer. Komisch. Das ist ja ein witziges Haus. Der wohnt hier und wohnt in einem komplett leeren Haus. Wenn das keine verdächtige Aktivität ist, dann weiß ich auch nicht. Naja, lassen wir hier mal machen. Ich mache die Tür mal wieder zu. Kann ich sie überhaupt zumachen? Nee, kann ich nicht. Habe ich auch gewaltsam geöffnet. Naja. Na, wenn man schon sagt, dass hier ein Einbruch stattfindet, dann muss man da auch drüber gucken. So, ich will jetzt auch mal die betrunkenen Fahrer jetzt mal kontrollieren. Lass mir den Raubüberfall sein. Ich habe hier wichtigere Sachen zu tun. Und zwar ist das hier die Überprüfung von betrunkenen Fahrern. Und wo kriegen wir betrunkene Fahrer um 16.52 Uhr? Am besten natürlich irgendwo neben einer Kneipe. Haben wir hier in der Stadt eine Kneipe? Ja, da sind 2 Restaurants. Sehe ich doch schon mal. Da fahren wir das am besten mal direkt mal hin. So.
Das Fahrverhalten ist sehr, sehr gut, wenn man es mal so ausdrücken kann. Also ich kann auch mit 120 km/h eine Kurve fahren, da passiert nichts. Ja. Also man kommt relativ gut durch, der Winkel, der Radius ist zwar wie bei so einem Panzer, aber man muss schon ziemlich weit ausholen. So, und wir bauen jetzt mal hier, das sieht auch hier wunderbar hier, der Parkstreifen. So, Motor ausschalten. Jetzt steige ich aus. Nein. Wir brauchen jetzt hier, ich muss hier kontrollieren. So, Absperrkegel, den brauchen wir jetzt hier. So, und zwar bauen wir jetzt, bauen wir einen auf. Und hier bauen wir einen auf. Und da bauen wir einen auf. Mal gucken, was die Fahrer jetzt machen. Die bleiben stehen, okay. So. Dann legen wir den mal weg. Tja, was er jetzt macht, weiß ich auch nicht. Gucken wir nochmal. Hallo? Hm. Ich kann nichts machen hier. Dann sollen wir die Kegel mal wegnehmen. Du darfst weiterfahren. Der nächste bitte. Hm. Tja, wie kann ich die jetzt hier anhalten? Und kontrollieren? Ich weiß nicht. Hallo? Wie seid ihr denn betrunkene Fahrer? Tja, schön, dass es ein Tutorial gibt, in dem das erklärt wird. Nämlich nicht. Es gibt kein Tutorial. Absperrkegel. So, versuchen wir es auch mal mit den Absperrkegeln. Aber das kann ja auch nicht alles sein. So. Parkt der hier nicht richtig? Oh, ein Mörder. Ich muss Mörder verhaften. Ja, das kriege ich hin. Mord. Betreten. So, es wird dunkel auch langsam hier. So, der Verbrecher muss sich weit abseits der bevölkerten Bereiche aufhalten. Okay, dann kann es ja eigentlich nur da oben sein. Fahren wir nochmal hier auch oben hin. So, mit Blaulicht. Suchen wir jetzt den Mörder hier. So. Bam. In your face, ey. Das kommt davon, wenn man nicht richtig... Oh, er steigt aus. Und läuft weg. So kann man es auch machen. Wahrscheinlich war der sogar betrunken. So. Gucken wir mal, wo hier jemand sein Unwesen treibt. Da läuft er doch. Das. So kann man Personen auch aufhalten. Ja. Nachladen. So kann er jedenfalls nicht fliehen. Ah, sehr schön. Du hast was zu verbergen. Ja, Hände hoch. Ach, eine Waffe hast du auch noch dabei und ein Portemonnaie. Sehr schön. Ich habe nichts Du hast Diebeszug gefunden. Punktstand plus 30. Du hast nichts gefunden. Ja, also ein bisschen buggy ist das Spiel definitiv noch, ja. Und steigst du bei mir ins Auto ein? Hm. Wohin läufst du denn jetzt? Wo will er denn hin? Gucken wir mal, wo er uns ins Auto einsteigt. Verhaftete Person hineinstecken. Ah. So. Betreten. So, jetzt fahren wir mal zum Polizeirevier. Mit unserem kleinen Gangster-Boss hier hinten drin, der vermutlich einen Mord begangen hat. Und wo ist denn das Polizeirevier? Oh Gott. Ich denke mal da beim blauen Punkt. Beim blauen Viereck da. Fahren wir da mal einfach lustig und munter hin. Und gucken wir mal. So. Hier müssen wir noch weiterfahren. Oh, das ist. Ah, nach! Ich war schon mal beim Polizeirevier. Stopp. Blinker rechts. Ups. So. Und. Da oben ist der Stern. Da müssen wir hin. Hallo. Ey. Die wollen den bestimmt befreien, aber nicht mit mir. Ihren Gangsterboss. Na. So. Warmblicker mal an hier. So, jetzt parken wir hier mal schön. Beim Polizeirevier. Naja, gut. Wenn man von schön parken sprechen kann hier. Halten wir einfach mal an. Und jetzt die verhaftete Person rausholen. Na, komm.
Ach, hör auf, doch gegen die Tür zu laufen. Also ein bisschen geistig zurückgeblieben scheint auch noch zu sein. So, jetzt. Geht doch. Sehr schön. Und wir bringen die erste Person, die wir verhaftet haben, also nicht die erste, aber die zweite, ins Gefängnis irgendwie. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal hier ins Polizeirevier rein. Mal gucken, was da so los ist. Was unsere Kollegen so sagen hier. Computer benutzen. Und meinen Haftbefehl bitten kaufen. Ach, Munition kann ich kaufen. Ah. Benutzen wir den Computer. E-Mails lesen. Ach. Unsere Mutter hat uns geschrieben. Hallo, ich hoffe, du fühlst dich wohl in der neuen Stadt. Bla, bla. In der Vergangenheit waren diese kleinen Städte sehr friedlich. Ja, heutzutage jetzt hier Banden und Verbrechen. Boah. Ach, ja, ja. Ja, und wenn ich Zeit habe, dann soll ich mal meine Großeltern und sie besuchen kommen. Es geht ihnen nicht besonders gut. Es wäre am besten, wenn du sie bald noch einmal siehst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Leben ist manchmal sehr hart, aber Gott steht uns immer zur Seite. Ja, schöne Worte. Was für ein Haftbefehl kann ich denn bitten? Haftbefehl fertig in 56 Sekunden. Okay. Den Mord haben wir doch schon aufgeklärt. Und ich soll immer noch betrunkene Fahrer verhaften. So, ich kaufe mal noch Munition. Ist auch schön, dass ich mir die Munition als Polizist selber kaufen muss. Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja unfassbar. So. Achso, der Haftbefehl wird jetzt schon. Wir hätten unser Auto umgeparkt und die Tür offen lassen. Das stand eben gerade noch anders da. So, holen wir noch ein paar Abschwerkriege. So, wo sind denn hier Autos unterwegs überhaupt? Wir bauen sie einfach mal hier auf. Zack, 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 zack. Ja, ja, keiner durchkommt. Und, na gut, eine Radarfalle brauchen wir nicht. Aber es sind aber keine Autos hier unterwegs. Naja, müssen wir wohl selber mal losfahren. Und suchen wir einfach mal ein paar betrunkene Fahrer hier. Tempomaten gibt es leider nicht. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir ordentliches Tempo halten. Wo kann ich es nicht? Ach, liegt das hier mit L. So, oh, du siehst doch schon betrunken aus hier. So. Steigen wir mal aus. So, wie kriegen wir sie jetzt hier dazu? Hallo? Wie kriege ich die jetzt aus diesem Auto hier raus? Abschleppen. Tja, das ist eine gute Frage, wie ich diese Person jetzt hier kontrollieren kann. Vielleicht muss ich einfach mal auf die Motorhaube springen. In die Scheibe rein. Interessiert die auch anscheinend gar nicht. Was mit dir hier? Nein, du hast nichts gesehen, ne? Oh. Mission gescheitert, Raubüberfall. Was auch immer jetzt hier gerade passiert ist, ich weiß es nicht. Jetzt kann ich auch gerade nichts mehr machen. Schön. Tja, das Spiel hat sich wohl gerade aufgehangen. Ja, Part 2 folgt dann in Kürze. Zu diesem wunderbaren Enforcer Police Crime Action. Wenn ich hier mal versuche. Ah, Moment. Ne, ich kann hier auch gerade nichts mehr machen. Schön. Ja, gucken wir, woran es lag. Mehr dann in Kürze hier bei der Spieldiagnose. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, kommentiert es und abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, sagt der Kim Jong Flo.